Hallo liebe Forellenfreunde, wir sind heute hier in der Angelanlage Millerscheid. Ja, hallo zusammen. Ich bin Marcel, ihr kennt mich auch schon aus dem letzten Video. Ich bin der David, mich habt ihr auch schon mal gesehen, heute von uns das zweite Video. Marcel, ja. Was machen wir heute? Ja, wir wollen hier versuchen, die Fische im Teich zu finden. Ihr alle kennt das, neues Gewässer, da müssen wir viel probieren und die Fische suchen. Ja, und das zeigen wir euch heute. Genau, und dabei gucken wir heute ein bisschen in Stellen, Ecken, so ein Einlauf, eine Ecke. Vielleicht Fische zeigen sich, dass man ganz einfach mal was sieht. Ja, und wir gucken mal, ob wir heute ein paar Fische verhaften werden. Aber ich bin da guter Dinge, Marcel. Du auch? Ja, das auf jeden Fall hier in der Anlage Millerscheid, da klappt das eigentlich immer. Da klappt das immer, genau. Auf die Pose bekommen. Ein bisschen nachreizen, die Fische sind heute sehr vorsichtig. Und wir gucken mal. Ganz starke Fische hier im Meer. Und hängt. Was wir da Schönes am Haken haben. Ja, wir haben jetzt schon mal ein bisschen geangelt. Und ich bin ja anfangs mit der Pose rangegangen, der Marcel mit dem Solo-Glas. Und wir haben ziemlich schnell rausgefunden, dass die Fische doch an der Kante stehen. Ganz einfach, wie haben wir das gemacht? Habt ihr vielleicht bei Marcel gerade schon gesehen. Wenn er das Glas reinwirft, fängt er an zu zählen, um ungefähr zu wissen, wie tief ist der Teich. Je nachdem, wo er reinwirft, wie schnell er zieht, kann er dann gucken, ist das Glas am Boden. Das sieht man natürlich an der Schnur oder ist das Glas oben. Und da ist dem Marcel ziemlich schnell aufgefallen. Hier ist vorne eine Kante. Habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, weil wenn man mit mehreren Leuten losgeht, ist es natürlich relativ einfach, mit zwei Leuten die Fische zu suchen. Wir sind ja bekanntlich alle ein bisschen faul, ne? Aber ja, Marcel hat gesagt, die Bisse kommen an der Kante. Schwupps, habe ich mal meine Pose genommen, an der Kante gefischt und da war auch schon der erste Fisch. Wir wollen hoffen, dass es so weitergeht. Der nächste Biss, wieder hier vorne an der Kante. Vielleicht kann Marcel den mal einfangen, den Schwimmer. Dann gucken wir mal, ob wir den kriegen. Aber da ist er noch. Wichtig ist, gerade wenn der Fisch so vorsichtig ist, ruhig Zeit lassen. Wir wollen den Fisch ja auch aus dem Wasser kriegen. Leider verschlagen den Fisch. Man hat es gesehen, er war ein bisschen vorsichtig. Am Ende wollte ich ein bisschen reizen. Hat leider nicht funktioniert, aber dafür kriegen wir die nächste. Ich angel hier Solo-Glas, eine Solo-Glas-Montage. Und zwar, der Vorteil bei einer Solo-Montage ist, dass wenn du den Biss bekommst, kannst du den Fisch schneller etwas ziehen lassen. Das ist ein großer Vorteil, dann hat man nicht sofort den Widerstand. Der zweite Vorteil, du kannst die Fische schneller suchen. Entweder steht der Fisch oben an der Oberfläche oder im Mittelwasser oder natürlich unten. Heute ist mir aufgefallen, ich habe unten wesentlich mehr Bisse bekommen. Und das kann man ziemlich schnell mit einem Solo-Glas herausfinden. Ich zähle damit beim Auswerfen, zähle ich das Glas, wie schnell es absinkt. Wenn ich nichts mehr fühle, dass das Glas quasi auf den Grund gelangt ist, und die Zeitintervalle, die zähle ich. Ich habe jetzt vorhin herausgefunden, ich bin bei 7 Sekunden auf dem Boden. Ja. Und da habe ich auch ziemlich schnell einen Biss bekommen. Ja, und das versuche ich jetzt einfach mal euch zu zeigen, wie ob ich so wirklich einen Fisch fangen kann. Und das Schöne beim Solo-Glas, du angelst nur mit der Rute. Und zwar genau über die Spitze bekommst du die Bisserkennung. Ja, probieren wir mal eine zu fangen damit.
habe ich den Biss bekommen. Ja. Da ist der Anschlag und der Fisch hängt. So, der Marcel hat ja jetzt schon gut vorgelegt. Ich glaube, der ist mir heute mit seinem Glas auch ein Ticken überlegen. Aber ja, kampflos geben wir nicht auf. Ein, zwei Fische haben wir schon gefangen. Ich hoffe, dass wir auch noch ein, zwei Fische weiterfangen. Ich habe mir natürlich ein bisschen was abgeguckt, bin ein bisschen tiefer gegangen. Und ja, mal gucken, ob es auch noch weiter beißt. Die Pose führe ich heute sehr langsam. Wir haben, wie man es vielleicht sieht, Regenwetter. Dazu ist der Fisch sehr vorsichtig. Da müssen wir unsere Köderführung dementsprechend anpassen. Ganz wichtig, nach dem Wurf als erstes einmal kurz absinken lassen, damit der Köder auch auf die gewünschte Tiefe kommt. Und dann fangen wir wieder an. So, ich habe jetzt hier vorne an der Kante mal wieder einen Biss bekommen. Man sieht die Pose noch. Jetzt nicht mehr. Jawohl. Und der Fisch hängt. Oh, sehr kampfstarke Fische hier. Ihr habt vielleicht gesehen mit der Pose, leichte Schläge. Irgendwann kommt dann der Biss vorne an der Kante. Und mal gucken, ob wir noch einen Fisch fangen werden. So, ich habe mal wieder einen Biss bekommen, nachdem ich mir noch mal das Solo-Glas geschnappt habe. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Fisch auch kriegen. Fische sind heute sehr vorsichtig. Und da hängt der Fisch auch. Soll ich dir beim Keschern helfen? Das könntest du heute gerne mal machen. Der Kamm stark, da kann man auch mal die Bremse losmachen. Ja, Fibri. Jawohl. So, die Fische haben heute ja, sehr verteilt im See gebissen. Wie gesagt, man musste wirklich gucken, passend zum Thema Fische suchen. Zeigt sich irgendwo Fisch, gerade die Ecken auch mal abtasten. Was war heute deiner Meinung nach die beste Montage? Ich denke mal, da sind wir uns einig. Ja, ganz klar, das Solo-Glas hat heute am besten gefangen. Gerade weil die Fische, sobald die einen Widerstand gemerkt haben von der Pose, haben sie sofort losgelassen. Und das hast du halt mit der Glasmontage nicht. Da können sie noch mal die Schnur nehmen quasi. Ja, wir sind mit dem Glas direkt am Fisch. Das hat man heute gesehen. Deshalb auch ganz wichtig am Teich, flexibel bleiben, nicht auf eine Montage verschränken. Ruhig mehr mithaben, immer ganz wichtig. Viele sagen ja, man braucht nicht so viel. Wir nehmen nicht so viele Ruten mit, weil wir mit 5 Ruten angeln, sondern weil wir flexibel sein wollen, um halt erfolgreich für den Tag zu fischen. Abschließend haben wir natürlich noch was Schönes für euch im Gewinnspiel. Was haben wir da, Marcel? Ja, die Trout Competition aus dem Hause Paladin. Mit einer Castalier-Rolle, die Trout Catcher 2. Ja, ist eine feine Kombo, fisch ich selber. Ja. Als Frage haben wir uns überlegt, der Marcel, als er euch das Angeln mit dem Glas erklärt hat, hat er ganz am Anfang gesagt, auf welcher Tiefe der Fisch ist, wie viele Sekunden. Schreibt es in die Kommentare, wie üblich, allen üblichen Medien. Schön hier unter dem Video in die Kommentare. Unter den richtigen Antworten wird dieses Set einmal verlost. Trout Competition 5 aus dem Hause Paladin mit der dazu passenden Rolle. Ja. Viel Glück wünsche ich euch. Über ein Like würden wir uns natürlich auch freuen.